Hallo zusammen, ich bin Roland Janoschka, Verkaufsberater hier im PZ Niederrhein. Heute stehen wir vor unserem Einstiegs-Taycan. Wir haben uns für unseren Einstiegs-Taycan die Farbe Schwarz ausgesucht mit den schönen 20 Zoll Aero-Felgen. Im Innenraum geht es dann entsprechend weiter mit einer tollen Bicolor-Ausstattung, ebenfalls in Schwarz und in Kalkbeige. Der Einstiegs-Taycan hat eine Leistung von bis zu 408 PS. In unserer Variante mit der großen Performance-Batterie bis zu 476 PS. Und jetzt übergebe ich den Schlüssel an unseren Teiledienstleiter Daniel Weiler. Hallo liebe Kunden und Porsche-Freunde, ich bin's, Daniel Weiler, Teiledienstleiter hier im Porsche-Zentrum Niederrhein. Ich stehe jetzt hier neben dem neuen Taycan und ich habe euch was ganz Besonderes aus dem Techquipment-Angebot mitgebracht. Und zwar habe ich euch die Textilcarbon-Schlüsselwand für den Taycan-Schlüssel mitgebracht. Sie zu montieren ist ganz einfach. Dazu müsst ihr einfach den Ersatzschlüssel rausziehen und die Seitenwangen abziehen und die neuen montieren. Ganz easy. Diese und viele weitere Schlüsselwangen gibt es bei uns im Porsche-Zentrum. Bei weiteren Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Und jetzt gebe ich ab zu der Werkstatt zu meinem Kollegen Tim. Danke Daniel für den Schlüssel. Ich bin Tim, Azubi hier in der Werkstatt im Porsche-Zentrum Niederrhein. Ich stehe hier vor dem neuen Taycan Basismodell. Besonders cool finde ich, dass es den neuen Taycan mit Heckantrieb gibt. Außerdem hat er eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h und eine Reichweite bis zu 431 km. Ich fände es besonders cool, wenn man den Taycan mal im Schnee querfahren könnte. Bis dahin übergebe ich den Schlüssel an Marco. Danke Tim für den Schlüssel. Jetzt stehen wir hier draußen an unseren zwei neuen Ladesäulen. Hier können wir den Taycan Basis, also den Taycan mit der kleinen Motorisierung, mit der Standardmotorisierung, mit maximal 225 kW laden. Also geht immer noch recht fix, weil die Batteriekapazität ist etwas geringer als beim normalen. Hier sehen wir unsere zwei Ladesäulen nochmal etwas detaillierter. Hier Nummer 1 und Nummer 2, offiziell von Porsche die Lademöglichkeiten. Hier können wir maximal mit dem Taycan 270 kW aufnehmen. Rein theoretisch könnte die Säule sogar bis 320 kW abgeben. Aber unsere Taycan-Modelle maximal 270 kW Ladeleistung. Der Taycan wird mich die nächsten Wochen bzw. die nächsten Monate begleiten. Wir werden unsere Erfahrungen weiter mit euch teilen und das ein oder andere mit euch zusammen testen. Bis dann, macht's gut.